Wow, ich finde es gerade mega toll, dass ich es überhaupt rechtzeitig hierher geschafft habe. Ich habe am Nachmittag noch Auftritt in der Romandie und eigentlich jetzt wollte ich so eine Alain Berset-Parodie bringen. Aber ich habe jetzt genug Französisch gehabt, heute Nachmittag. Ja, Französisch, ich weiß nicht, wie ihr es in der Schule, aber also Doma Classe, schön nette pas une grande lumière. Und jetzt die ganze Anreise noch daher. Also es ist wirklich, also, wenn ihr vielleicht auch mit dem Zug gekommen seid, die SBB heute, sie haben mich perfekt unterhalten, wirklich, also mit Zugsausfällen, Stellwerkstörungen, also einfach das ganze Programm. Aber wir sind aus Lausanne rausgefahren und dann ist die Situation einfach so, auf offenem Feld hält der Zug einfach an. Und einfach Ewigkeiten am Warten. Und dann, wo alle so gefunden, hey, was ist los? Dann kommt die SBB und macht folgende Durchsage. Ja, wie musst du eigentlich auch gar nicht wissen. Ja, du weißt einfach, du kommst zu spät, oder? Gut, sie haben es nachher, wo wir dann so langsam Richtung Zürich gekommen sind, haben es ein bisschen präzisiert. Sie haben dann gefunden, dass... Meine Damen und Herren, wir treffen in Zürich ein mit einer Verspätung von 65 Minuten. Grund dafür ist eine Verspätung. Also, ich habe wirklich jetzt gefunden, auf dem Weg hierher, hey, Michi, vergiss alles, was du hast machen auf dieser Bühne. Die SBB sind lustiger. Also, nein, also, und vor allem, ich meine, heute haben sie wirklich, ich glaube, in der Planung die grosse Idee gehabt, dass sie gefunden haben, wenn wir schon aus der Romandie unterwegs sind, in die Deutschschweiz, dann hauen wir wirklich alle Deutschschweizer Zugsbegleiter in denen. Also, weißt du, wenn du so einen Deutschschweizer Zugsbegleiter hast, der einfach noch nie irgendeine Fremdsprache gehört hat, und dann muss die Durchsage mehrsprachig durchgeben, so. Mesdames et Messieurs, nous arrivons à Zürich, Gare Centrale. Nous n'arrivons pas à Zürich, Gare Centrale. Wir haben ein Problem mit dem Zug. Signori, abbiamo problemi con il sugo. Se vuole cucinare, cambiare sugo, cisalpino, prosciutto, funghi, pomodoro, Laura noce, ma il venditore il bar viene subito, buon stracciatella. Die Zugfahrt ist ja programmiert, aber es passiert immer ganz viel Neues, oder? Wenn irgendetwas Neues passiert, oder, kannst du vielleicht auch mal einfach so eine Durchsage machen, wieder. Meine Damen und Herren, wir verkehren derzeit mit einer Verspätung von 5 Minuten, aber keine Sorge, wir werden diese bis Zürich noch auf 20 Minuten ausbauen. Genau, wir bieten Ihnen heute für denselben Billetpreis 20 Minuten mehr Fahrvergnügen. Also ich glaube, was ich jetzt im Unterschied auch zum Informatikerjob beim Zugsbegleiterjob toll finde, du kannst improvisieren, oder? Du hast die ganze Zeit irgendetwas, das nicht funktioniert, oder? Dann kannst du vielleicht einfach mal so die Fantasie auspacken, sagst mal so. Geschätzte Reisende, hier spricht Ihr Zugsbegleiter. Es ist mein erster Arbeitstag heute. Ich sehe vor mir auf dem Gleis sitzt ein Pinguin. Schaut mich verdutzt an und ich weiß gerade auch nicht, was ich mit dieser Situation anfangen soll. An das Zugsteam bitte die Türen nochmals öffnen, damit auch unser Lokführer einsteigen kann. Eine wichtige Information noch für Sie. Die Reservierungen aus Wagen 14 gelten heute in Wagen 6. Die Reservierungen aus Wagen 6 gelten in Wagen 9. Ja, falls Sie Wagen 9 suchen, dieser befindet sich heute zwischen Wagen 4 und 5. Ich glaube wirklich, als Zugsbegleiter, du kannst ehrlich sein, du kannst ehrlich sagen, was du denkst. Vielleicht, wie könnten wir vielleicht so langsam gegen das Ende kommen? Zum Beispiel so auf Berndeutsch, oder? Kannst du mal einfach so sagen, so. Meine Damen und Herren, wir treffen in Kürze in Bern ein. Bitte stehen Sie deshalb jetzt schon alle auf und stehen Sie noch für 10 Minuten sinnlos im Gang herum. Eine wichtige Information für Sie noch zum Schluss. Wir erreichen Bern heute 5 Minuten zu früh wegen starkem Rückenwind. Um die Pünktlichkeit zu gewährleisten, öffne ich die Türen deshalb erst 5 Minuten nach Ankunft. Danke und gute Reise. Okay.
So, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr da... Sorry, aber bist du der Sven Ivanic? Ja. Kann man etwas abonnieren? Ja, du kannst da abonnieren. Videos? Videos wären gerade da hinten, ja. Ist gut. Sonst...